Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Oh, im letzten Part wollten wir uns hier unser Pokémon fangen. Und wie ich mal sagen, zerschneide mal den Buschtiner und dann werden wir uns mal darum kümmern. Mal gucken, was es wird. Und es wird ein Knuffenser. Ja. Gut, damit müssen wir dann jetzt wohl leben. Oh, ein Volltreffer. Und entwickel. Können wir den jetzt überhaupt noch rauswechseln? Weil ich wollte eigentlich... Nein. Gut, dann versuchen wir das so und versuchen mal Knuffenser zu fangen. Ich hoffe, dass er mit einem Superball hinhaut. Und. Gefangen. Damit haben wir ein neues ein neues Ersatz-Pokémon auf der Box. Dieses Pokémon ernährt sich von kleinen Insekten. Mit den Wurzeln zieht es Wasser aus dem Boden. Tja, so eine typische Fresserpflanze. Mein Gott, ja sicher möchte ich das. Und da machen wir einen kurzen Prozess. Wir nennen dich Gabi. So. Und zurück. Gabi wurde auf dem PC abgelegt. Naja, aber solange wir Sydney haben, werden wir wohl auf Gabi nicht zurückgreifen müssen. Wollen wir mal gucken. Wir haben hier noch zwei Picknickerinnen, so wie mir das aussieht. Und Tina braucht noch ein bisschen Erfahrung. Wow, deine Ohren sind super cool. Ja, will ich doch meinen. Eine Herausforderung von Picknickerin Tabitha? Okay. Mit einem Quapsel. Na gut. Level 30. Ja. Wir versuchen's mal. Oder wir versuchen's auch mal nicht. Dann hat sich das schon wieder erledigt. Naja. Dann komm mal zurück. Ich möchte da nichts riskieren. Wenn du schon nicht angreifen kannst, dann brauchst du es auch nicht versuchen. Versuchen wir mal mit Klaus. Aquaknarre, das wird... Hat zwei Urabsorber. Supi. Und den Ruckzuckhieb. Ja, jetzt wird Klaus auch noch hypnotisiert. Naja. Aber wir laden uns ja zumindest bei jeder Aquaknarre oder so auf. Also von daher. Jetzt regnet es auch noch. Das kann uns ja egal sein. Nur. Klaus, wach mal bitte wieder auf. Es schläft weiter. Das zieht ja so gut wie gar nichts. Aber wenn Klaus jetzt zu lange schläft, dann. Könnte es doch schon eng werden. Och, Klaus, wach doch bitte wieder auf. Auch noch ein Volltreffer. Ey, muss das sein? Ja, und schon sind wir... So viele Volltreffer hintereinander. Und schon liegen wir hinten mit unserem KP. Das gefällt mir gar nicht. Und Klaus schläft weiter. Eigentlich auf, Klaus. Klaus! Gibt's doch nicht. Ja, ist doch in Ordnung. So muss das sein. Und schön mit dem Ruckzuckhieb. Und das macht weiter den Duplex-Sieb. Zweimal nur getroffen. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass er nicht gleich wieder mit der Hypnose kommt. Regentanz. Okay, das ist relativ sinnfrei. Ich
nochmal den Ruckzuckhieb. Und das war's für Quopsel. So, was kommt denn jetzt als nächstes? Schön, erstmal ein Level Up. Angriff um 1, Verteidigung um 1. Spezialangriff und Verteidigung jeweils um 2. Oh, nochmal ein Quapsel. Ja, komm, wir setzen mal Tina ein, damit sie zumindest das KP... KP-Erfahrungspunkte kriegt. Wollte ich natürlich sagen. Und dann wechseln wir direkt wieder auf Klaus. Vielleicht haben wir sogar Glück und kriegen wir eine Abkraftkanare ab. Dann haben wir wenigstens ein paar KP regeneriert. Und das wäre ja nicht schlecht. Und. Oh, schade. Da hat die CPU... Ach, Quatsch, CPU, die KI... den Tausch predicted. Hm. Mag mir das gefallen? Nicht so wirklich. Vor allen Dingen, da wir auch nur den Ruckzuckhieb zum Angreifen haben. Das wird jetzt langsam ein wenig... Obwohl... Noch geht es. Noch geht es. Zweimal nur getroffen. Aber Quapsel dürften wir noch wegkriegen. Es setzt Regentanz ein. Es setzt keine Wasserattacken ein, aber es muss regnen. Das macht sehr viel Sinn. Nämlich so gut wie gar keinen. So, Quapsel wurde besiegt. Tina hält ein paar Erfahrungspunkte und Klaus. Das hat nicht ganz gereicht. Das hat mal überhaupt nicht gereicht, würde ich mal behaupten. Aber danke für deine Poké-Dollar. So, als nächstes haben wir da unten noch eine Picknickerin, aber zuerst möchte ich Tina wieder aufwecken und unserem Klaus mal ein paar KP wieder zuführen. Das reicht natürlich nicht. Also noch einen zweiten hinterher. Und da wir gerade in Spendierlaune sind, komm, kriegt Tina auch nochmal ein. Und jetzt noch aufwecken. Ja, die 11 KP werden eigentlich... Aber egal. So, der Aufwecker. Auf Tina. Wir möchten ja schließlich mit ihr auch ein bisschen trainieren. Weil Mautzi natürlich eine extrem schwache Verteidigung hat. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gerne kennenlernen. Tja, das kann allerdings ein böses Erwachen geben. Hilde? Da sitzt ein Topsy ein. Oh, Tina, das kriegst du doch, glaube ich, hin, oder? Oh, 3 Level Unterschied. Und wenn wir... Ja, und es muss ein Volltreffer sein, direkt zu Beginn. Alles klar, Tina, komm mal ganz flink zurück. Lass das mal lieber wieder Klaus machen. Ah, je. Das nimmt keine guten Maßstäbe mit Tina an. Und uns geht so langsam der Ruckzuckibus. Also ich werde wohl zur nächsten Aufnahmesession einmal zum Pokémon Center laufen müssen. Du weißt, wir haben auch keine anderen Attacken außer Ruckzuckib die ganze Zeit. Oh, Tina hält ein paar, Klauser verhält ein paar. Als nächstes kommt Mautzi. Ja, wir schicken unser Mautzi wieder rein. Ist natürlich doof, dass Klaus bis auf Zug keine Angriffsattacken hat und Mautzi so eine schwache Verteidigung. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem es sich weiterentwickelt. So, wollen wir mal zurück auf Klaus wechseln. Ich muss gucken, ob ich einen Äther... Wobei, Äther möchte ich mir eigentlich auch aufsparen, weil den kann man ja nur finden. Sonst haben wir nur... Wir haben keine Angriffsattacken. Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich Klaus zumindest vorübergehend mal ein paar andere Attacken beibringe. Damit wir zumindest mal
ein bisschen Vielfalt haben, ja. Und du machst hier die ganze Zeit Zahltag. Hauptsache, ich krieg auch ein paar Münzen ab. So, Monsi wurde besiegt. Tina erhält, Klaus erhält. Als nächstes wieder ein Taubsi. Ja, komm. Klaus muss hier gerade alles einstecken wegen für Tina. Weil sie eine so schlechte Verteidigung hat. So. Dann kommt direkt wieder zurück. Klaus wieder raus. So. Und dann wieder den Ruckzuck-Hieb. Okay, dann halt nicht. Du glaubst doch nicht, dass ich dir eine große Chance lasse. Konfusion dürfte guten Schaden machen. Erste Entwicklung. Und auch noch ein Volltreffer. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ist nur jetzt doof wegen den Erfahrungspunkten. Oh, Tauboga. Ja, gegen Tauboga hätte ich das Medpo auch noch drin gelassen. Unsere liebe Ela. Aber gegen Tauboss hätte ich, glaube ich, rausgewechselt. Wenn wir dann doch ein bisschen... Ich meine, so hoch ist der Levelunterschied jetzt auch nicht zwischen den beiden gewesen. So, Klaus, dann komm du mal wieder raus. Und spam mal wieder deinen Ruckzuck-Hieb. Macht natürlich guten Schaden. Ja. Und unser Ruckzuck-Hieb macht nicht so viel Schaden. Na komm, Sandwirbel. Na. Ich hasse das. Dann nutze ich mal das erste Heil-Item. KP wurden wieder aufgefüllt. Ja, supi. Jetzt habe ich nur das... Ja, auch noch genug Ruck... Na, 5 Stück, das glaube ich, wird nicht reichen. Naja, dann macht Benny das halt. Mit einem Schlitzer. Und er muss wieder übertreiben. Benny muss immer übertreiben. Immer voll rein damit. Oh. Wow, du hast mich... Ach, Quatsch. Du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Tja, das will ich doch mal meinen. So, was ist mit dem Mist, die auf dem Boden liegen? Nur die von unserem Mauzi. Ja, denn nicht. Oh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Klaus hat auch kaum noch... Ich glaube, ich guck mal, ob ich einen Äther habe. Äther 4 Stück, Top-Äther. Ich möchte die ehrlich gesagt lieber für die... Wir haben 3 Sonderbonbons. Okay. Das ist komisch. Da würde ich einfach mal behaupten, dann geben wir doch mal einfach eins unserer Tina. Und ich würde mal ganz kurz... So, Entschuldigung, ich muss mich mal für einen Moment muten. Oh, Tina erreicht Level 25. Versucht, Finte zu erlernen. Eine Unlichtattacke. Das können wir uns doch zumindest mal angucken. Oh, mal angucken. Was, wie sind denn die Werte von Finte? Finte 60. Zieht der Gegner ja... Ich schon fast sagen, nehmen wir den Kratzer für weg. Und mit Zahltag können wir noch ein bisschen unser Portemonnaie erfüllen. Und wir haben eine Finte dabei. Doch noch eins geben.
Ne, wir geben nochmal Tina. Oh, Tina erreicht Level 26. Und das letzte, das geben wir dann mal Klaus. Klaus macht ein Level up. Aber leider noch keine Attacke. Machen wir das denn jetzt? Kann ich da natürlich am liebsten Klaus trainieren weiter? Ja, bringt ja alles nichts. Ich werde mal ganz kurz. Na. Wisst ihr was? Pokémon. Ja. Beutel. Einmal Supertrank auf Tina. Mal gucken, ob wir uns vielleicht so durchschlagen können. Bringt ja alles nichts. Oh, was bist du denn für einer? Bin unterwegs und habe Rückenwind. Pass mal auf, dass du dir keinen Zug holst. Oder den steifen Nacken durch den kalten Wind bekommst. Eine Herausforderung von Vogelfänger. Joschka. Joschka. Und er setzt seinen Habitat ein. Los, Tina. Zeig ihm, was du drauf hast. Nehmen wir mal den Biss. Vielleicht schreckt das hier zurück. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Oh, Verfolgung. Es verfolgt uns. Hilfe! Wäre dann schon mal das Habitat gewesen. Ja, die Sonderbonbons haben eventuell was gebracht. Als nächstes wird Taubsi. Ja, dann bleiben wir doch auch mal drin. Kann ja nicht viel stärker als das Habitat sein. Dann... ja. Wieder Biss. Vielleicht schreckt es ja zurück. Nein, leider nicht. Oh, macht das viel Schaden. So, und das war der letzte Angriff von dir, Tina. Du kommst jetzt mal schön zurück. Und das überlassen wir... ja, komm raus, Toto. Mach du mal deinen Job hier. Ein Volltreffer. Oh, nein. Komm, Schnabel. Einfach nur Schnabel. Einfach nur draufhacken. Taubsi wurde besiegt, Tina erhält, Toto erhält. Oh, und dann kommt ein Taubsi schon wieder. Tina wieder ein bisschen abstauben lassen. Oh, das ist momentan echt ein Krampf mit Tina. Nee, nee, nee. Oh, wollen wir die KP mal so ein bisschen aufteilen. Ist natürlich jetzt bisschen suboptimal, aber was sein muss, muss sein. Geht ja nicht anders. Und Klaus kommt raus. Ja, ja, aber nur noch viermal Ruckzuck heben. Mal gucken. Es könnte eventuell sogar ausreichen. Oma Heuler. Ach, stimmt ja, Heuler war ja... ja. Okay, das bringt dann nicht das, was ich mir erhofft habe. Habe ich jetzt Heuler mit Rutenschlag verwechselt. Aber dreimal dürfte ausreichen. Und was macht der da die ganze Zeit? Mende! So. Und Klaus hat auch, glaube ich, kein... doch, einmal Ruckzuck geben noch. So, als nächstes kommt Habitak. Müssen wir Tina erstmal wieder abstauben. Ein paar Erfahrungspunkte. So, dann kommen wir wieder zurück. Und... ja, komm. Mach du mal Sydney. Okay. Gucken wir mal mit Rasierblatt, was wir für Schaden machen. Das ist nicht sehr effektiv. Okay. Ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr von erhofft.
schläfern wir mal ein. Ich möchte Sydney natürlich ein paar Erfahrungspunkte geben, aber ich möchte auch nichts riskieren, großartig. Und der Aeroass hat doch guten Schaden gemacht. Nochmal Egelsamen, holen wir uns noch ein paar KP zurück. Und dann hauen wir sie auch schon aus den Socken raus. So, und das dürfte es dann gewesen sein für Habitak. Ja, das war's. Habitak wurde besiegt und... ja, hier kriegen wir ein paar... noch ein Habitak. So, Tina, erstmal wieder du. Zum Abstauben. Und lassen wir das letzte von Benny machen. Ja, dafür bin ich. Dann komm mal raus, Benny, und mach deinen tu deinen Dienst, mein Jott. Also manchmal, ach, was mache ich denn da? Wieder zu schnell geklickt, mein Jott, nee. Machen wir den Part nur unnötig länger. Ja, es hat keine Wirkung, war mir schon klar. Mann! So, Steinhagel. Wenigstens trifft es beim ersten Mal. So, das war's dann. Tina, Benny, jo, schön. Joschka besiegt. Der Wind dreht sich. Tja. So ist das halt manchmal mit dem Wind, ne? So, ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, der Part hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao!